das, was ich bis jetzt als Erfahrung mitnehmen konnte, egal wie erfolgreich du bist, es wird immer wieder Probleme kommen, die du lösen musst. Und ich glaube, das ist so das Leben. Probleme lösen. Ich bin Kurdo, komme aus Nordirak, Kurdistan, Slimani. Mittlerweile 30 Jahre alt. Mein Beruf, Musiker. Also ich bin hier mit 9 Jahren hergekommen. Bedeutet, ich hatte dort meine Kindheit und hier auch. Die Schule war auch ganz anders. Jeden Morgen müssten wir um 8 Uhr pünktlich da sein und dann wurde die kurdische Nationalhymne gesungen auf dem Hof. Und dann ging man erst in die Klasse rein. So. Ich war auch damals Klassenbester, da kann ich mich erinnern, dass die Lehrerin irgendwann mal zu uns nach Hause gekommen ist und hat gesagt, ich will, dass mein Sohn neben Kurdo sitzt. So, ne? Mir hat immer Schule Spaß gemacht. Nur irgendwann, wenn man älter wird, ne, kommen andere Interessen auch so. Kurde sein heißt für mich Kämpfer sein. Und Kriegszeit in Irak, ja, dann kann ich mich erinnern, dass wir schon jeden Freitag auf dem Friedhof waren und so. Und dann siehst du auch immer wieder neue Leute, die begraben werden und so weiter. Und dann wird dir das Leben irgendwann mal wirklich klar. So, uns allen ging es eigentlich gut dort, aber was bringt dir dort Geld, wenn du weißt, du könntest der Nächste sein? Oder deine Familie könnte die Nächste sein, so. Papa, Mama, alle haben zusammen dann entschieden, okay, das Beste für uns, nach Deutschland zu fliehen. Ich glaube, für meine Eltern war es eine schwere Zeit, weil es hat gute 10 Jahre gedauert, bis wir auf jeden Fall uns hier einleben konnten, so dass man sagt, okay, jetzt haben wir hier ein Dach über dem Kopf, wir dürften hier bleiben, mein Papa dürfte arbeiten. Und irgendwann lernst du die Sprache und dann kannst du auch so ein bisschen selbstständig sein. Emotskun ist meine zweite Heimat auf jeden Fall. Man kennt sich, man respektiert sich hier. So, wenn man eine alte Frau sieht mit Tüten in der Hand, dann hilft man ihr. Egal, ob du ein Star bist, Schauspieler oder nicht. Und das habe ich hier gelernt. Ob das jetzt ein Araber ist, ein Kurde ist, ein Spanier, ein Türke. Es gibt ja viele, die auch die deutsche Sprache nicht beherrschen. Ich meine, klar, wir können jetzt so einiges, so, weil wir auch hier aufgewachsen sind. Aber jetzt muss ich mir mal vorstellen, gerade jetzt, wo viele Menschen wegen Krieg flüchten müssen, so hierher kommen. Dann verstehst du die. Dann fühlst du dich wie früher. Denkst dir, krass. Da war ich auch mal, Alter. Weißt du, was ich meine? Und dann hilfst du denen. Egal, um jeden Preis. Weil du weißt, wie ekelhaft das ist, wenn keiner da ist. Ich bin aufgewachsen mit kurdisch, persisch, arabischer Musik. Und da geht es viel um Gefühle, Leid, Schmerz, Kampf, Verlust, so eine Sachen. Und das habe ich übertragen in meine eigene Musik auf jeden Fall. Hier in Deutschland, wie ich zu Rap kam, natürlich durch die ganz großen Künstler wie Azad, Sido, Bushido und dann auch später wiederum Leute wie Khatar, Haftbefehl, ne? Das sind halt Leute, die uns geprägt haben. Da fühlst du dich auch angesprochen. Genau das ist das, weil wir wahrscheinlich die gleichen Probleme haben. Das ist wie ein Komplize. So, ihr habt gleiche Gedanken. So krass, ja, stimmt so. Ich finde, ich verdiene mein Geld sowieso mit meiner Sprache. Das ist meine Sprache so. Ob das jetzt Deutsch ist, Kurdisch ist, ist egal. Es ist aber meine Sprache. Es ist Leistung, die ich bringe. So, damit verdiene ich Geld. Die Leistung besteht darin, dass du auf Sachen verzichtest, manchmal, die du magst, die du gerne machen würdest gerade. Aber du weißt, das ist dein Job. So, du hast Leute, die dir zuhören und für die musst du erstmal da sein. Für mich, wenn ich meine Nachbarn in Emmerskun treffe, dann will ich auf jeden Fall, dass sie sehen, dass man alles schaffen kann, wenn man kämpft und an seinen Traum glaubt, auf jeden Fall.